Alles angerichtet für das erste Playoff-Heimspiel seit 3 Jahren. Trainer Jiří Otupalik konnte bis auf Denis Gulda und Stanislav Fatica auf den gesamten Kader zurückgreifen. Einzig die Kulisse von offiziell 718 Zuschauern doch ein wenig enttäuschend. Und diese hatten gleich einen ersten Schockmoment zu überstehen. Katastrophenpass von Silvester Radelsbeck, aber Sandro Agricola rettet gegen Freiburgs Steven Billig. Zeit für ein erstes Beruhigungsbonbon bei Arthur Frank und das war auch bitter nötig, denn die Gäste bleiben weiter druckvoll und das wird auch belohnt. Ausgerechnet der Ex-Deggendorfer Yannick Herm sorgt nach 5,5 Minuten für die frühe Freiburger Führung. Agricola entschärft erst noch den Schuss von Herm, jedoch bekommt der DSC die Scheibe nicht weg und im zweiten Versuch netzt Herm an alter Wirkungsstätte dann doch ein, zur Freude der treuen mitgereisten Fans. Das Match schien also den erwarteten Lauf zu nehmen, zumal sich die Gastgeber oft selbst im Weg standen. Dieser Zusammenprall von Fabian Kalovi und Patrick Beck sowie der kurz darauf folgende Pfostenschuss von Christian Retzer, dann aber vielleicht so etwas wie 2 Hallo-Wach-Signale. Denn jetzt stand der DSC hinten sicherer und setzte in der Offensive immer wieder die berühmten Nadelstiche, wie hier Dimitri Litesov. Der junge Angreifer, auch im Mittelabschnitt größter Unruheherd in der Freiburger Hintermannschaft. Einzig ein Torerfolg fehlte noch bei den mittlerweile spielbestimmenden Gastgebern. Die Wölfe kamen nur noch selten gefährlich vor das heimische Gehäuse und wenn, dann war Agricola auf dem Posten. Playoff-Atmosphäre mittlerweile auch auf der Bank, Otupalik immer wieder mit Anweisungen für seine Jungs und die wurden nur kurz nach Beginn des Schlussabschnitts endlich für den großen Aufwand belohnt. Christian Retzer spaziert mit der Scheibe über das gesamte Eis und legt dann perfekt ab für Dustin Whitecotton. Nach 43 Minuten das viel umjubelte 1:1 für den DSC. Aber was war das für eine Aktion von Vizekapitän Retzer, der sich ein Herz fasst, sich energisch durchtankt und dann auch noch das perfekte Auge beweist. Whitecotton muss praktisch nur noch den Schläger hinhalten. Jetzt also alle Uhren wieder auf Null gestellt und selbst als Daniel Möhle nach diesem Check gegen die Bande mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe auf die Strafbank muss, liefern die Gastgeber dem haushohen Favoriten auch in der 5-minütigen Unterzahl einen beherzten Kampf auf Augenhöhe. Simon Mayer vergibt nach Vorlage von Litesov sogar die Gelegenheit zum Shorthander. So mussten die Fans weiter zittern, aber Agricola bewahrte sein Team in der letzten Minute der regulären Spielzeit gegen Freiburgs Topscorer Tobias Kunz vor dem unverdienten K.O. So ging es also für beide Teams noch einmal in die Kabine und danach in die Verlängerung. Und dort wurde die Deggendorfer Hoffnung auf eine Sensation nach nur 96 Sekunden jäh zerstört. Nikolas Linsenmeier trifft mit seinem Tor nicht nur zur Entscheidung, sondern auch mitten ins DSC-Herz. Und ausgerechnet der sonst so zuverlässige Kapitän Jan Bender leistet sich diesen unnötigen Puckverlust, der letztendlich zum 1:2 führt und damit die zweite Niederlage in der Serie besiegelt. Natürlich ist es bitter in Verlängerung. Wir haben zurückgekämpft. Wir waren hochmotiviert heute und wir haben alles gegeben. Aber leider, ja, es hat am Ende nicht gereicht. Also das war ein super Spiel, das war ein super Playoff-Spiel heute. Und ab und zu ist Sport bitter. Heute hat hundertprozentig nicht schlechteste Mannschaft verloren. Wir haben gute Arbeit, aber die Produktivität mit einem Tor, das ist zu wenig. Aber Verlängerung, Pech, Tor, ja. Serie ist 0-2. Ich hoffe, wir werden noch weiter kämpfen. Feiernde Freiburger auf der einen, am Boden zerstörte Deggendorfer auf der anderen Seite. Trotzdem heißt es jetzt, schnellstmöglich wieder aufzustehen, denn schon morgen steigt im Breisgau das dritte Spiel der Serie.